Danke, Herr Präsident, Herr Staatssekretär, werte Damen und Herren des Hohen Hauses. Nachdem ich an den letzten drei Untersuchungsausschüssen für meine Fraktion teilgenommen habe, komme ich auch nicht umhin, einige Worte zur Causa Prima des heutigen Tages neben dem Budget zu sagen. Herr Präsident, Sie haben zuvor gesagt, die Tonbandaufzeichnung ist rechtswidrig. Unzweifelhaft ist es nach unserer Rechtsordnung so, dass das rechtswidrig ist. Aber es ist auch rechtswidrig, was hier angesprochen wurde, denn es ist die Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Und das ist am Band enthalten. Und es ist auch unzweifelhaft so, dass diese Aufnahmen, die wir jetzt mittlerweile vermutlich schon alle gehört haben, auch authentisch sind. Die sind glaubhaft. Denn welchen Grund hätte ein Mann wie Pilnacek in dieser Situation gehabt, zu lügen? Es ist jedenfalls authentischer, als wie wenn ein vor Jugend strotzender Finanzminister im Urausschuss sitzt und 86 Mal sagen muss, ich kann mich nicht erinnern. Also authentischer ist das allemal. Und es ist auch authentischer. Hört hier einmal zu. Es ist auch authentischer für die Österreicher als das, was Sie zu der Verteidigung der Herr Stocker im Speziellen vorgebracht hat. Denn da geht es um Interventionitis. Das kennt jeder Österreicher, der hier aufgewachsen ist. Und die Frau Justizministerin Zadic, das finde ich bedauerlich, dass sie vorschlägt, eine Untersuchungskommission einzurichten, denn dazu muss man wissen, das ist ein glattes Placebo. Diese Kommission hat keine Kompetenzen, die hat keine Befugnisse. Das ist etwas, das was vortäuschen soll, was aber nicht passiert. Wenn man so etwas untersuchen will, egal was dann herauskommt, ich sage es ganz offen, ich treffe hier keine Vorverurteilungen. Wenn man hier untersuchen will, dann muss man mit dem Werkzeug untersuchen, das die StPO bereitstellt. Und das ist ganz was anderes wie eine Kommission. Da kann man was sagen, muss aber nicht. Und dann muss man die Anklagebehörden damit befassen. Das hat der ehemalige Rechnungshofpräsident Fiedler auch gesagt. Und da gibt es keine zweite Meinung. Das ist ganz einfach so. So, und jetzt kommen wir aber zum Thema Familie. Vor ungefähr 2 Jahren wurde ich von einem jungen burgenländischen Familienvater darauf aufmerksam gemacht. Beim Papamonat gibt es eine grobe Benachteiligung, und zwar eine Benachteiligung von Personen, die länger als 14 Tage Zivildienst oder Wehrdienst geleistet haben. Es ist so, man muss ja die 182 Tage vor der Geburt des Kindes durchgehend beschäftigt sein. Eine Unterbrechung, die länger wird als 14 Tage, wird herausgerechnet und man fällt um den Anspruch um. Da diese Tätigkeit als Zivildiener oder Präsenzdiener aber da nicht eingerechnet wird, was eigentlich wirklich eine grobe Benachteiligung ist, man arbeitet man buchstäblich für die Republik, ist das ein Makel, der aus unserer Sicht unzweifelhaft beseitigt werden muss. Darauf haben wir bereits vor 2 Jahren hingewiesen. Vor über 2 Jahren war das mittlerweile, und dieser Makel ist noch immer nicht beseitigt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht von der ÖVP, die ja sagt, die eine Familienpartei ist. Das verstehe ich auch nicht von den Grünen. Wahrscheinlich mehr als jeder zweite bei Ihnen ist Zivildiener. Warum Sie das dieser Bevölkerungsgruppe, und die Anzahl wird ja nicht allzu hoch sein, also man braucht nicht glauben oder braucht nicht die Angst haben, dass das Budget sprengen wird, warum man diesen Berufsgruppen das nicht zukommen lassen will. Mittlerweile geht es hier um 1450 Euro im Monat. Und das ist eine Familienleistung, die jede junge Familie brauchen kann. Es gibt ideologisch verschiedene Standpunkte, aber gerade bei diesem Thema finde ich keinen, der uns voneinander trennen sollte. Also diese Ungerechtigkeit gehört weg. Daher bringen die Abgeordneten Ries, Ecker und weitere Abgeordneten folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche künftig die Zeit des Präsenzdienstes, § 19 Wehrgesetz, oder des Zivildienstes als Ausübung einer kranken- und pensionsversicherungsrechtlichen Erwerbstätigkeit anerkennt und damit für den Familienzeitbonus anrechenbar ist. Ferner sind die zur Umsetzung dieser Maßnahme erforderlichen Mittel in der UG 25 vorzusehen. Wir suchen um Unterstützung.